Ladies and Gentlemen, es ist endlich soweit, wir fangen ein neues Projekt an. Und zwar spielen wir heute zusammen Guild Wars 2. Ja, Guild Wars 2 ist ein MMORPG. So auf... Ja, okay, jetzt muss ich ganz aufpassen, was ich sage. Wenn ich jetzt sage, dass es quasi so ähnlich ist wie WoW, World of Warcraft, da wird mir der liebe Trifon sofort in die Fresse schlagen, da wird er hier runterfahren nach Köln. Und irgendwie mit seiner ganzen WoW-Gilde und ich glaube die... Nee, das mache ich wohl nicht. Okay, jetzt ist mir das hier doch ein bisschen zu laut gerade. Ich mache dann hier nochmal ein bisschen leiser. Ja, so sollte gut sein. Auf jeden Fall, wie ihr seht, ich habe schon einen Charakter gemacht. Das ist mein Hauptcharakter. Das ist der... Der sogenannte Menschenwächter. Ich war sehr kreativ. Hab dann auch schon mal einen zweiten angefangen. Das ist ein Char, eine Elementarmagierin. Aber ich werde jetzt hier einen komplett neuen Charakter machen, wo ich so ab und zu mal so ein bisschen die Map erkunden werde, aber auch dann ab und zu mal vielleicht einen World Boss oder auch mal so ein bisschen die Story weiter. So, was mache ich denn hier? Es gibt hier auf einmal diesen Char, das war dieses pelzige Fellknäuel von gerade eben. Mensch, braucht glaube ich keine weitere Erläuterung. Norn, wer Skyrim kennt, es sind so... Das ist ein Volk von... Ja, von Menschen aus dem Nordreich, kann man sagen. Dann gibt es Azuras, meiner Meinung nach die schlimmsten Rattenviecher, die ich kenne. Und dann gibt es Sylvari. Sylvari sind Menschenwesen, Pflanzenwesen. Ich glaube, Sylvari mache ich mir jetzt auch mal. Männlich, weiblich, männlich, weiblich. Habe ich eine Münze hier? Ah, schon mal von hier. Moment. Okay, Kopf ist männlich, Zahl ist weiblich. Okay, ich bin Weib. Okay, was nehmen wir denn für eine Klasse? Es gibt einmal hier Krieger, ist glaube ich selbsterklärend, das ist reines auf die Fresse hauen. Wächter. Wächter kann Tank sein, kann aber auch wirklich Damage drücken. Habe ich schon mal. Dann gibt es den Wiedergänger. Wiedergänger ist eine komplett neue Klasse. Kenne ich mich noch nicht so mit aus. Waldläufer. Muss man glaube ich auch nicht so viel sagen. Ist halt so Naturvertraute, können Tiere herbeirufen. Dann gibt es noch Diebe. Muss auch nicht viel zu sagen. Ingenieur finde ich eigentlich relativ interessant, die so ein bisschen mit Technik und Alchemie zu tun haben, können Türme aufsetzen, Granaten werfen und schießen mit Pistolen. Finde ich passt aber eigentlich nicht so sehr in so ein MMORPG. Ich sage einfach RPG. Nekromanten, Kämmernalbe, seid bekannt. Meister der dunklen Künste, rufen Tote zur Unterstützung im Kampf herbei. Was will man mehr? Elementarmagierin ist auch recht nett. Ich glaube, ich schaue mir... Ah, ich bin noch so am Schwanken zwischen Mesmer... Und Nekromantin. Messmer sind so Verwirrungscharakter, nenne ich sie jetzt mal. Nekromantin, Messmer, Nekro, Messmer, Nekro. Ah, ich glaube, ich bin beim Messmer dabei. So. Ah, jetzt wird es lustig, ein bisschen Charakter erstellen. Machen wir was kleiner. Körperbau. Oh. Nee, nicht so dünn. So? Ja, nee, das ist ein bisschen veraltet, finde ich. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hautmuster. Nehmen wir das mal. Kopfoption. Dabei bin ich eigentlich schon mit der Frisur zufrieden. Gesicht und Hautfarbe. Ja, das sieht geil aus, finde ich. Was ist hier? Ah, was ist... Alter, nein, nein, nein. Ich bleib bei dem. Die Ohren... Jo, mit der... Ach, das ist ein Ohr. Komm, dann nehmen wir das hier. Gesichtsdetails... Ach komm, dann... Lass ich jetzt einfach mal so... Was Henker.
Nein. Nein. Alter, die Maske ist ja mal ultimativ. Buh. Ich finde, das passt aber auch irgendwie. Komm, mach mal hier so was. Ne, so ein bisschen. Das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Noch ein bisschen Aprikose rein und. Ja, das hat was. Dann machen wir hier so Lachsfarben. Und ein bisschen dunkler Ahorn. Ja, das sieht nicht so schlecht aus. Ah. Ja. Das kann man soweit lassen, finde ich. Und wie sieht das aus? Das sieht sogar noch besser aus, finde ich. Ja, damit haben wir unseren Silvari-Mesmerin schon fertig. So. Die Maske eines... Oh Gott sei Dank, schade. Moment dann. Die Maske eines Messmasters schafft ein Image. Ich begebe der Welt am liebsten mit einem Harlekin-Lächeln? Nein. Ein Trugbild des Kummers. Einem gezahnten Schreckensbild. Komm, wir nehmen ein Trugbild des Kummers. Ich zeige der Welt ein Gesicht, das von Trauer gezeichnet wurde. Es ist so schade, dass ich nicht hinter der Maske sehen könnte, um herauszufinden, ob ich eigentlich lache oder nicht. Auch schwierige Situationen meistere ich mit Charisma, Würde, Wildheit. Mit Würde, wir sind stolz. Ich träumte von einer Quest, die mich auf den Plan ruft. Es war eine Vision des weißen Hirsches, grünen Ritters, Mondschildes, des weißen Hirsches, das klingt gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, die wichtigste von Ventaris Lehren lautet, handle weise, doch handle. Alles hat ein Recht zu wachsen. Geht, wohin das Leben geht. Geht, wohin das Leben geht. Wir sind so ein bisschen freiläufig. Der blasse Baum weckt mich während des Zyklus der Morgendämmerung, Tages, Abenddämmerung, der Nacht. Komm, Morgendämmerung, wir sind gerade frisch aufgewacht und... Oh, verdammt. Charaktername. Ja, wie heißt man jetzt? Ich hab was. Elia Thornwines. Nein, nicht Thornwines. Thornwines. So, Elia Thornwines. Also, wie ich jetzt gerade drauf gekommen bin, Elia ist so ein Charakter aus The Legend of Zelda, von Twilight Princess, um genau zu sein, und Thornwines dachte mir, irgendwas mit Pflanzen musste beibringen, weil so ein Pflanzenvolk. Ich finde, das hatte was. Gut, dann fangen wir jetzt an mit der epischen Welt von Guild Wars 2. Yay! Ich bin Silvari. Vor 25 Jahren erschien mein Volk in Tyria. Der blasse Baum erblühte, die Erstgeborenen erwachten. Der Traum birgt die Erinnerung meines Volkes. Ich nehme sie auf und erwache dann in der Welt. Der Traum erfüllt mich mit Wissen und ist meine Verbindung zu anderen. Meine Inspiration, mein Leitbild. Ich sehe meine Aufgabe jetzt vor mir, das Böse zu stellen und zu zerstören. Mein Schicksal ruft, es wird Zeit zu erwachen. Meine Zeit kommt bald. Die Natur und das Gute sind in Gefahr. Alles Leben steht auf dem Spiel. Wenn Tyria leben soll, braucht es uns. Wenn wir versagen, wird der Traum zum Albtraum. Und Tyria verkümmert und stirbt. Ja, so sieht es aus. Ich träume von Reisen. Mein Volk flüstert mir etwas von fernen Orten und geheimnisvollen Ufern zu. Ein weißer Hirsch läuft vor mir her, tapfer und wild. Er schenkt mir Freiheit. Der Traum verheißt meine Zukunft. Ich sehe ferne Lande und Gefahren, doch auch meine Heimat. Einen Hain mit einem weißen Baum und Freunde, die mir beistehen, wenn ich sie brauche. Meine Ehre gebietet mir, denen zu helfen, die hilflos sind. Ich schütze sie. Ich höre meinen Namen im Wind und fühle den Ruf der Zukunft. Und doch fühle ich, wie die Finsternis naht. Etwas dringt in den Traum ein.
Es versperrt mir den Weg zum Erwachen. Bevor ich die Welt betreten kann, muss ich erst das Böse überwinden. Ich wurde vom Traum gerufen. Das ist meine Geschichte. Ja, das ist meine Geschichte. Bekämpft den Albtraum. So, wir fangen schon sofort mit dem ersten Teil der Story an. Und müssen auf erstmal auf den Ladebildschirm warten. Ladebildschirm, 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 schaldala. Fortbewegung, bla bla bla. Ja, ich hole schon das aus. Schon ein Schwert. Ja, ich bin hier. Könnt ihr mich sehen? Beschützt den Traum. Wollt ihr euer Wissen mit mir teilen? Träumerin, ich bin Cave. Ich brauche eure Hilfe. Könnt ihr mich hören da drinnen im Traum? Im Traum? Was heißt das? Und wieso seid ihr so durchsichtig? Ich bin in Tyria, einem weit entfernten Land. Bald werdet ihr hier erwachen. Aber im Moment lebt ihr noch im Traum. Ich habe jetzt keine Zeit, euch das zu erklären. Etwas vergiftet den Traum. Vergiftet den Traum? Natürlich, ich werde tun, was ich kann, um zu helfen. Aber warum ich? Euer Geist ist stark. Unterschätzt euch nicht. Begebt euch zum anderen Ufer. Wir treffen uns dann dort. Okay, dann gehen wir doch mal... Wow. Ein Albtraumhund. Den besiegen wir natürlich. Dann geben wir uns echt mal zum anderen Ufer, um hier den Traum zu retten. Schaltet die Reihen der Albtraumhunde. Also spontan würde ich sagen, wir müssen jetzt einfach nur durchschreien. Hier lang. Diese Hunde sind ein Aspekt des Giftes. Lauft, Missgeburt! Hey, keine Beleidigung, meine Zwei. Du kleine Dreckshöhle. Ja, wie war das? Ja, da sieht man doch schon, dass es hier... Obwohl schon Multiplayer, ich werde aber versuchen, so wenig Multiplayer zu machen wie möglich. Vielleicht hole ich mal einen Kumpel hinzu. Ich habe so ein paar, die hier das Spiel spielen. Ja, manchmal machen wir es einfach gut. Wer hat es erwartet? Macht euch. Event war erfolgreich. Ich werde diese Brücke schnellstmöglich neu formen. Ja. Okay. Ah, okay. Die Brücke wird gerade neu gebaut. Und wir können hier rüberlaufen. Besiegt die Schattenkreaturen, die den Traum infizieren. Da ist sogar ein böser Albtraum und der stirbt zuerst. Stirb, du Ungeheuer, und du gleich mit. Da ist noch ein. Springen und ja. Da ist noch jemand. Ist was? Schnell jetzt. Wir müssen der Verderbnis ein Ende machen. Zurück mit euch. Vielleicht muss das einmal gefüllt sein. Okay. Also, das ist neue. Da ist doch schon der letzte. Und Event war erfolgreich. Drachen.
Dann greifen wir mal den Schatten des Drachens an. Stört doch mal, ja. Boah. Der war ordentlich los drauf. Ja, wir können hier auch so ausweichen. Einfach so zweimal B können wir zweimal machen, dann muss ich gleich so auf, neu aufladen. Ja super, jetzt kann ich hier nicht angreifen. Ja, ich würde ja gerne, wenn der... Hallo, so. Jetzt auf dich hier. Wir werden den Traum verteidigen. Ich glaube, das ist echt bisher am meisten aushaudauerndste First Boss. Aber das macht nichts aus, denn er ist. Der Traum ist dank euch sicher vor diesem Gift. Wir haben es geschafft und sind nur im Kaledonenwald. Der Kaledonenwald. Wo bin ich? Ich kämpfte gegen etwas sehr Böses. Sind wir sicher? Keith? Wo ist Keith? Ruhig, Setzling. Ihr seid gerade erst erwacht. Ihr habt im Traum geschrien. Keith war hier, aber sie wurde zum blassen Baum gerufen. Sie und ich kämpften Seite an Seite gegen das Gift im Traum. Ich sah den Schatten eines schrecklichen Drachen und der Traum forderte mich auf, ihn zu besiegen. Großer Baum! Zur wilden Jagd jetzt schon? Welch gewaltige Aufgabe! Es ist nicht einfach, zur wilden Jagd zu gehören. Tragt diese Bürde mit Stolz. Oh ja, aber wie fange ich an? Man erwacht doch nicht und kämpft gleich mit einem Drachen. Ihr fangt hier an, in unserem Wald. Andere wurden im Traum verletzt. Sie brauchen eure Hilfe. Und für einen neuen Junker ist das hervorragendes Training. Hat der gerade seine Stimme gewechselt? Auf jeden Fall, wir haben den ersten Part der Story geschafft und kriegen eine Holzstange. Und Erfahrung und sind sofort auf Stufe 2. Und wir haben die Heldenübersicht freigeschaltet. Unsere Werte wurden erhöht. Ja, wir müssen nicht selbst killen, das wird automatisch erhöht. Und zwar gibt es hier Kraft, Präzision, Zähigkeit und Vitalität. Kraft ist, glaube ich, selbst erklärt, erhöht den Angriff. Präzision, die kritische Trefferchance. Zähigkeit, die Rüstung und Vitalität, die Lebenspunkte. Und wir haben eine zweite Waffenfertigkeit freigeschaltet. Und auf Stufe 5 kriegen wir die nächste Klassenfertigkeit. Edle Ausrüstung sogar schön. Und die nächste Geschichte wird auf Stufe 10 freigeschaltet. Es liegt doch auf der Hand. Okay. Wozu wären wir sonst? Was haben wir jetzt hier? Also wir haben jetzt hier den Gedankenhieb. Vielleicht auch einen Hieb, um ihn verwundbar zu machen. Fügt eurem Gegner eine Schnittwunde hinzu, um Verwundbarkeit hervorzurufen. Und dann Geistesdorn. Stech auf Gegner ein, um einen Segen zu entfernen. Fügt zusätzlichen Zahlen zu, wenn das Ziel über keine Segen verfügt. Dann haben wir jetzt hier verschleierte Raserei. Versetzt eurem Gegner einen Schlagschauer, der den Raum um euch herum verzerrt, um Angriffen auszuweichen. Das würde ich mal gerne sehen. Lol, das sah nice aus. Was ist mit dir? Mehr Pfeilchen, sage ich. Weniger Leichen. Ich hasse die. Seht es mir nach, wenn ich aufgeregt bin. Aufgeregt erscheine. Ich habe gerade eine Lehrstunde mit meinem Mentor absolviert und wir haben uns im Streit getrennt. Was passiert? Er hat vorgeschlagen, dass ich den Pfad des Elementarmagiers nicht weiter verfolge, sondern die Ausbildung zum Dieb beginne. Warum hat er das vorgeschlagen? Es scheint, als sei ich gut mit kurzen Klängen, aber ich möchte keinen Dieb verwenden. Ich möchte Magie benutzen. Wenn Magie euch glücklich macht, solltet ihr nicht aufgeben. So, ich zeige euch mal jetzt mal ganz schnell das Inventar, denn wir haben ja eine Waffe bekommen. So, ihr seht ihr hier zuerst einmal wundervoll, ich habe 99 Gold. Ja, das ist über den Account übergreifend. Ah, ich bin noch überlegen. Klinge oder Zepter? Ich glaube, wir nehmen Zepter. Was ist denn den Ruf zu spüren? Schwer zu beschreiben. Ätherbolzen? Da ist diese Enge in der Brust und so ein Prickeln im Hinterkopf. Ihr denkt nur daran, was getan. Illusionärer Konter blockt den nächsten Angriff, kontert, indem ihr Pein anwendet und ein Kloner schafft, der Ätherbolzen schleudert. Klingt unangenehm. Okay.
Wir rennen jetzt hier erstmal los und schauen uns da drüben erstmal an, was ihr so zu sagen hat. Denn hier gibt's schon zur nächsten Aufgaben. Ich würde euch gern sprechen. Ja, okay, dann sprechen wir mal mit dir. Willkommen in Astoria. Wisset, dass ihr auf eurer Reise ins Unbekannte nicht allein seid. Sucht Rat bei denen, die sich hier niedergelassen haben, und helft ihnen in ihrer Zeit der Not. Ihr wählt den Weg, der vor euch liegt. Okay, alles klar. Aber den Weg, der vor uns liegt, den werden wir dann wahrscheinlich erst in der nächsten Folge und Angriff. Jo, komm, 5 Aufgaben schon. Noch eine 6? Jawohl, da geht noch was. 7, komm schon. Und? Jawohl. Also ihr seht schon, wir haben ja einiges schon zu tun. Unterwegs werdet ihr fantastische Asura-Wegmarken finden, mit denen ihr, gegen eine kleine Gebühr, das Land schnell durchreisen könnt. Ja, okay. Aber ich zeig mal ganz schnell, die Map, die ist schon relativ groß. Also ich muss auch einmal hochscrollen und einmal runter, damit wir hier alles sehen. Klar gibt es jetzt auch so Gebiete, wo wir jetzt nicht sofort schon hin können. Hier Eisklammsund, wenn man mal so da hinschaut. Stufe 70 bis 80, eher so meh. Da müssen wir erstmal nochmal trainieren, damit wir da hinkommen. Aber wir müssen erstmal hier das kleine Gebiet hier, den Kalidonwald. Der ist Stufe 1 bis 15. Kommen wir vielleicht mal rüber zur Provinz Metrika. Auf jeden Fall, das Gebiet erkunden wir dann in der nächsten Folge. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Projekt bisher so gefällt. Würde mich mal freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.